Wir haben vor, dass sämtliche Platten, also mit den Hand- und Fußabdrücken, in der Hotellerie, in Restaurants, in verschiedenen Unternehmen dann ausgestellt werden und es wird wie eine Roadshow. Also so gedacht, dass man dann für eine Weile dort ist und dann reist man oder zieht man weiter. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Projekt, weil man damit auch ja, durchaus andere wieder unterstützen kann. Und so bekommt es immer noch mehr Wertigkeit und genau darum geht's. Ja, ich denke schon, dass wir alle eine gewisse soziale Verantwortung haben, um eben dann, wenn man es mal gut erwischt hat, damit man dann anderen auch hilft. Ich weiß, es ist im Sport nicht immer einfach. Es ist wichtig, dass man da weiterhin unterstützt und fördert und so ist es im Grunde genommen einfach für uns was zu machen. Im Grunde geht es gar nicht darum, dass man immer Riesenschritte macht, sondern es gibt Projekte, die sind toll und da ist man dann gerne mit dabei und da soll man das ein oder andere für sich aussuchen und ich finde es einfach ein wunderschönes Projekt, weil man, es ist zum Angreifen. Und ich sehe gerade die Platte vom Arnold Schwarzenegger. Das ist großartig. Das, was ich heute schon gemacht habe, ich habe geschaut, gut, Schuhgröße, seine war ein bisschen größer als meine, oder ist etwas größer als meine, aber gerade das macht es aus. Da kann man wirklich mal probieren und ich war überrascht, dass Niki Lauda sehr kleine Hände hat. Also es ist spannend und ich finde, das macht das Ganze greifbar. Und es ist ja nichts anderes wie im normalen Leben. Natürlich, das sind Sportstars, das sind Heroes, aber im Grunde geht es uns alle gleich. Es geht darum, dass man im Leben vorankommt, dass es uns gut geht und da, so machen wir die Helden immer ein bisschen greifbar. Speziell in Zeiten wie diesen, wo es darum geht, dass man durchhält. Ich glaube, das vermittelt der Sport ganz stark. Das Durchhaltevermögen, Disziplin, Konsequenz und vor allem das Aufstehen. Es ist ja nicht immer leicht. Ganz viele von uns, ich glaube, die meisten, die da irgendwie verewigt wurden, haben schon mal eine sehr harte Zeit hinter sich. Aber man bleibt nicht liegen, sondern versucht einfach weiterzugehen. Und mein größtes Vorbild darin ist eben der Tom Geierspiechler und das ist dann schon großartig. Eben wenn man sich vielleicht ein bisschen vergleichen kann oder wenn man Inspiration oder Motivation durch einen anderen Sportler oder egal wen findet. Ich finde es immer schön, wenn es Vorbilder und Heroes gibt.